Ein weiteres Kleinod Magdeburger Festungsgeschichte sieht seiner Fertigstellung entgegen. Das wiederentdeckte alte Sudenburger Tor. Vor kurzem wurde eine begehbare Brücke eingehoben und wir haben uns das Spektakel mit der Kamera einmal angeschaut. Allerdings wurden alle Medienvertreter auf die Geduldsprobe gestellt. Denn der Transport des Übergangs, insbesondere durch die Stadt mit ihren Brücken, erwies sich doch als schwieriger als gedacht. Nicht nur die Länge des Betonteils beeindruckt dabei, sondern auch sein Gewicht. Immerhin 20 Tonnen hatte der große Autokran zu bewältigen, um das Brückenteil am alten Sudenburger Tor in die Torgrube einzufügen und damit einen weiteren Abschnitt fertigzustellen. Seit Monaten ist hier an der Ecke Dannstraße Breiter Weg eine Baustelle besonderer Art zu beobachten. Erst legten Archäologen Schicht für Schicht Mauerreste frei, dann wurde das freigelegte Mauerwerk saniert und bis kurz über Gehwegniveau aufgemauert. Nun wird die Baugrube wieder so weit geschlossen, dass sich der Blick deutlicher auf die Seitenmauern des aus dem Ende des 12. Jahrhunderts stammenden alten Sudenburger Tores in der südlichen Stadtmauer abzeichnet. Mit dem freigelegten alten Sudenburger Tor erhält Magdeburg ein weiteres Zeugnis seiner einst so reichen Geschichte zurück, und Stadtgeschichte wird erlebbar. Die Bauausführung lag in der Verantwortung der Firma Paul Schuster aus Magdeburg. Das Konzept und die Planung wurde durch das Architektur- und Ingenieurbüro Sussmann und Sussmann in Abstimmung mit der Denkmalpflege, dem Tiefbauamt und dem Stadtplanungsamt erarbeitet. Im Mittelalter führte eine wichtige West-Ost-Handelsstraße, der Hellweg, über Magdeburg und damit über den Breiten Weg, auch durch dieses Tor in die Stadt und aus ihr heraus. Hellweg, so nannte man im Mittelalter viele Handelsstraßen in Deutschland und dieser Name deutet auf eine größere Königs- oder Heeresstraße oder eine wichtige Durchgangsstraße für den Handelsverkehr in alle Himmelsrichtungen hin. Interessant ist, dass die Breite des Weges etwa einer Lanzenlänge von 3 Metern entsprach und dauerhaft von Bewuchs freigehalten werden musste. In größeren Städten wurden diese Wege dann oft gepflastert, wie wir dies auch auf dem Breiten Weg annehmen können. Die Bezeichnung Hellweg leitet sich vermutlich vom niederdeutschen Wort Hellweg ab, was so viel wie breiter Weg bedeutet. Und so heißt die Straße ja auch heute noch. Die Entstehungsgeschichte eines Tores an dieser Stelle beginnt mit der Errichtung einer steinernen Befestigung für die Stadt bereits in staufischer Zeit und durchläuft eine Vielzahl von Wandlungen und Umbauten bis zum Abbruch im Jahre 1871. Stufen führen im Treppenverlauf des neuen Steges auf die Gehweghöhe des Breiten Weges zur Zeit des Barock um 1773 herab und auf der anderen Seite wieder auf den Gehweg zurück. Das darunter erkennbare Niveau führt in das Mittelalter zurück und wird durch eine sehr grobe Kiesschüttung gebildet. An verschiedenen Grabungsstellen im Verlauf des Breiten Weges konnten Archäologen in der Vergangenheit Reste von Straßenpflaster, einer Katzenkopfpflasterung, nachweisen. Daran erinnert die untere Kiesschüttung. Es wird somit gut erkennbar, dass die Straßenebene im Laufe der Jahrhunderte stets angewachsen ist. Wegen einer möglichst guten Einsehbarkeit werden die aus Sicherheitsgründen notwendigen Geländer der Stufenanlage und der oberen Mauerabgrenzung aus Glas gefertigt. Wie wir gestern festgestellt haben, ist die äußere Glaseinfassung bereits montiert. Nur die Begrenzung am Brückenteil sowie die Informationstafel fehlen noch. Die Eröffnung und Freigabe dieses Stücks Stadtgeschichte ist für Ende August geplant. Auch das historische Sterntor am Domplatz neben dem Landtagsgebäude nimmt langsam Gestalt an. Die Säulen sind mittlerweile hochgemauert und auch das Wappen, das über dem Torbogen seinen Platz finden wird, wird bereits angefertigt. Die Vorlage lieferte übrigens Martina Seffert, die auch für den Roland und den Hirsch am Rathaus verantwortlich zeichnet. Bis zum Herbst soll das Sterntor im Wesentlichen wieder erstanden sein. Das ursprünglich 1723 errichtete Tor bildete bis 1905 den nördlichen Eingang der Sternschanze, etwa am Ende der heutigen Hegelstraße. 1910 wurde es abgetragen und eingelagert, 1936 auf der Domplatz Westseite wieder errichtet, 1945 teilweise zerstört, 1959 abgerissen und wieder eingelagert. Für die endgültige Fertigstellung sucht das 2004 gegründete Kuratorium noch nach weiteren Sponsoren.